Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich hatte einen Filmriss, ich hatte einen Aussetzer. Hattet ihr schon mal einen Filmriss, einen Aussetzer? Habt ihr Dinge getan, vielleicht in der Wut oder im Rausch, die ihr sonst nie tun würdet oder an die ihr euch auch nicht erinnern könnt? Oder sind Dinge mit euch geschehen, an die ihr euch nicht erinnern könnt und ihr seid irgendwo hingekommen, aufgewacht am nächsten Tag oder irgendwann später und wusstet gar nicht, was geschehen war? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Martina. Und Martina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, hallo Martina. Zack, zack. Ich muss gleich sagen, ich habe im Hochdeutsch ein bisschen Probleme. Also wenn du nicht alles verstehst. Also bisher geht's gut. Okay. Du kommst aus der südlichen Region, ne? Ja, bei Ulm. Von uns aus gesehen, ja. Sehr südlich. Ja. Okay, gut, Martina. Ich hatte vor genau 5 Jahren einen Filmriss. Ich bin mit 18 auf einen Baum gefahren. Es war, ja, der 17.01. Auf einen Baum gefahren? Ja, mit dem Auto. Ja, an einen Baum rangefahren. Ja, so frontal drauf, ja. Also so richtig. Ja. Ich weiß aber nichts mehr davon. Also ich weiß noch 5 Sekunden vorher, mir kam eine Freundin entgegen, hat mir noch freundlich gewunken, so, ja, schönen Feierabend. Also mit dem Auto, mit einem auf der Gegenseite? Genau, die kam mir entgegen. Ja. Und dann weiß ich 8 Stunden später, als ich im Krankenhaus auf der Intensivstation aufgewacht bin. Mhm. Hattest du eine hohe Geschwindigkeit? Nee, 60 km/h. Und kann man das im Nachhinein rekonstruieren, warum du auf den Baum draufgefahren bist, an den Baum rangefahren bist? Ja, es war ein wunderschöner Januartag, Sonne, Schnee, alles perfekt. Mhm. Nur eine einzige Eisplatte und die hatte ich erwischt. Eisplatte? Ja, so. Das heißt, der Wagen kam ins Schlingern? Ja, wahrscheinlich. Und das lag gar nicht an deiner falschen Lenkung oder so, sondern schlichtweg daran, dass du auf das Eis draufgefahren bist? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich im Effekt gebremst, keine Ahnung. Man hat aber keine Spuren und nichts im Schnee gefunden. Ich bin regelrecht auf den Baum geflogen. Nochmal, die allerletzte Erinnerung war? 5 Sekunden vorher. Ich habe mir kam die Freundin entgegen. Die Freundin, klar. Ich habe gesehen, es ist so eine Senke gewesen, da war Nebel. Mhm. Überall sonst war Sonne, nur da war Nebel. Ich habe meine Sonnenbrille runter, die Blende hoch, so am Auto. Ja, und das war's. Dann weiß ich nichts mehr. Und dann im Krankenhaus aufgewacht? Ja, 8 Stunden später. 8 Stunden später. Wie sind die Erinnerungen an dieses Aufwachen? Die waren komischerweise schön. Also ich bin da aufgewacht und konnte mich nicht verständlich machen, waren sämtliche Geräte angeschlossen. Und es war zu dem Zeitpunkt auch noch doppelt. Also es waren doppelt so viele Ärzte und Schwestern im Zimmer. Und ein Arzt sah aus wie mein damaliger Tennistrainer. Und dann dachte ich so, ach, bin ich in Neuseeland? Schön. Und hattest du Schmerzen? Nee. Keine Schmerzen? Die haben mir so viel reingepumpt, ich habe erst nach der Operation die Schmerzen gemerkt. Wie schwer waren deine Verletzungen? Also ich habe sie nicht so schlimm gefunden, weil ganz, ganz viele Leute mich immer besucht haben, aber die Verletzungen waren so schlimm, dass sie Angst hatten, mich überhaupt durchzubringen. Mhm. Also es war sehr schwer. Sag mal, welche Verletzungen das waren? Ein Oberschenkelhalsbruch, weil irgendwas musste nachgeben im Auto. Und geprallte Rippen, geprelltes Augenbein, also deswegen sah ich doppelt. Und 7, 8 Sachen, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ja, wahrscheinlich schwere innere Verletzungen, wenn man Angst um sein Leben hatte auch, ne? Ja, Kopfverletzungen. Ja, in die Lunge, also es war, oje, wie war denn das? 5 Jahre später, die Lunge war gequetscht. Also das war das Hauptproblem. Sie konnten mich 2 Tage lang nicht operieren wegen diesem Problem. Ach so. Und ja. Auf jeden Fall bestand akute Lebensgefahr. Ja. Und du hast es Gott sei Dank geschafft. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Verhältnismäßig kurz. Das war der Hammer. Also die Ärzte haben zu mir gesagt, 2 Monate Intensivstation, dann nochmal dementsprechend länger Normalstation und Reha. Also mindestens ein halbes Jahr. Ja. Und ich war nach 3 Wochen mit den Krücken in der Schule. In der Schule? Schon nach 3 Wochen?
Ich habe Prüfungen gehabt für meine Ausbildung. Ich musste raus, ich muss die Prüfungen machen. Also wenn die Ärzte vorhersagen, dass du so lange sogar auf einer Intensivstation liegen musst und dann aber nach 3 Wochen schon rauskommst, ist ja fast ein kleines Wunder. Ne? Ja, ein großes. Ja. Ein großes Wunder, nicht ein kleines Wunder, ja. Ich wollte raus, ich wollte einfach nur raus. Hat dieser Unfall, dieser doch sehr, sehr schlimme Unfall, hat der Auswirkungen auf dein Leben gehabt danach? Hat das dein Leben verändert? Ja, sehr. Also ich habe davor immer mit meinem Leben etwas leichtsinnig dahergeredet. Ich wollte immer auf den Baum fahren, weil ich keine Lust mehr hatte zu leben. Mhm. Und habe immer gesagt, der nächstbeste Baum wird's. Und dummerweise war es dann auch. Das hast du vorher schon so gesagt manchmal. Wenn es dir nicht gut ging, wenn du schlecht drauf warst. So als dummen Spruch eigentlich. Mhm. Mhm. Also es gab gar nicht so richtig gravierende Probleme, sondern... Ja, was man halt mit 17, 18 so hat, Liebeskummer und Probleme in der Ausbildung und das Übliche halt. Also nichts wirklich Gravierendes. Ja. So, und dann hast du erfahren, was es bedeutet, an einen Baum ranzufahren, volle Kanne rauf zu donnern. Ja. Das heißt, dass sich alles relativiert hat bei dir. So die Schwierigkeiten, die Probleme, die Sorgen und du auch ein bisschen gelassener so an die Sachen rangehst. Ja, genau. Mhm. Und irgendwie dann, also ich dachte mir immer, wie können sich sämtliche Leute über so Kleinigkeiten aufregen, die sollen froh sein, dass sie leben. Ich hoffe, dass dieses Gefühl lange anhält bei dir. Jo. Ne? Das wäre sehr schön. Ich danke für deinen Anruf, Martina, und wünsche alles Gute. Darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen? Na gut, ganz kurz. Ganz kurz. Die PG18 und die PG19 vom Krankenhaus Heidenheim, die mich aufgepäppelt haben. Okay, das ist wirklich ein Gruß, den ich gerne zulasse und jetzt hier in den Sender auch gebe. Okay, dann mach's gut und deine Sendung ist klasse. Dankeschön, tschüss Martina. Ciao. So, unser Thema heißt, ich hatte einen Filmriss, ich hatte einen Aussetzer. Wer von euch hatte schon mal einen Filmriss? Oder einen Aussetzer und ihr habt etwas getan, was ihr sonst nie tun würdet. Vielleicht in der Wut, in einem Rausch, in der Rage. Oder vielleicht ist auch mit euch etwas passiert, an das ihr euch gar nicht erinnern könnt. Aus welchen Gründen auch immer. Und hinterher hat man es euch erzählt. Also wenn ihr mit mir darüber reden möchtet, über dieses Thema, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Claudia ist dran, Claudia ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Claudia. Dein Filmriss. Mein Filmriss bestand, ich habe jetzt eigentlich hier die letzten Minuten drüber nachgedacht, warum das so weit kam. Ich war eigentlich wütend, weil ich versetzt wurde. Ich habe auf einen Mann gewartet in einer Kneipe in der Stadt, wo ich lebe. Und der kam nicht. Mhm. Und dann hat mich ein sehr attraktiver junger Mann angesprochen und warum ich so alleine wäre und so die übliche Masche. Ich habe mir gedacht, naja, er kommt nicht, dann kann ich mich auch mit dem unterhalten. Und er war wirklich sehr nett, nur hatte der Mann 2 Freunde dabei. Und im Laufe des Abends hat sich ergeben, dass ich immer mehr getrunken habe. Ich war am Ende, ich war betrunken. Und der andere Freund kam definitiv nicht? Der kam definitiv nicht. Mhm. Der hat mich vergessen gehabt, habe ich im Nachhinein herausgefunden. Mhm. Der kam einfach nicht. Mhm. Und bin dann mit 3 Männern auf eine Wohnung gegangen. Mhm. Ja, und hatte mit diesen 3 Männern in dieser Nacht Sex. Mhm. Und du warst besoffen? Bitte? Und du warst besoffen? Ich war nicht besoffen, wie man das so schön sagt. Das heißt, in Bayern, wenn in Bayern jemand besoffen ist, dann heißt das schon was. Nein. Aber so ein bisschen angetrunken, angezwitschert. Ich war angetrunken, auf jeden Fall. Ich hatte zu viel, mehr als mir gut tut. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, was passiert ist, aber in Bezug auf Filmriss einfach die Tatsache, dass ich mich darauf eingelassen habe. Mhm. Und was ist denn genau dann passiert in dieser Wohnung mit den 3 Männern? So viel. Also wir hatten... Gangbang. Ja, ich hatte ja eigentlich nur Interesse an diesem einen Mann. Mhm. Aber naja, sie waren alle 3 recht nett und im Nachhinein kann ich resümieren, dass es eigentlich so eine Art fliegender Wechsel war. Mhm. Also in dem Moment, als ich betrunken war, als ich im Rausch war, konnte ich eigentlich nicht nachvollziehen, dass dort mehrere Männer zugange waren. Also ist der Begriff Gangbang schon ganz gut getroffen, ne? Von mir. Bitte? Ist der Begriff Gangbang schon ganz gut getroffen, glaube ich. Ja, wenn man es so sieht. Wobei wo enden deine Erinnerungen und wo fangen sie wieder an?
Zwischendurch, immer wieder mal, so Erinnerungen. Ich kann mich an die wechselnden Männer erinnern. Beschreib mal so ein Bild, was dir in Erinnerung kommt, so zwischendurch. Welche Szene spielte sich in der Sekunde vielleicht gerade ab, an die du dich erinnern kannst? Dieses Aufblicken und ein vollkommen uninteressantes Gesicht erblicken. Was also, aber, ja, wie soll man so schön sagen, zu Gange war bei mir, aber... Also du wurdest dann in diesen Zeiten von den drei Männern abwechselnd und bisweilen auch gleichzeitig verwöhnt? Also soweit ich weiß, nicht gleichzeitig. Ja, abwechselnd. Aber soweit ich weiß, muss ich dazu sagen. Ja. Nee, muss dazu sagen, es war keine Gewalt im Spiel. Das war also meinerseits alles freiwillig. Und hat dir das in diesen Sekunden, an die du dich erinnern kannst, diese Aufflackern, war das für dich ein schönes Gefühl von drei Männern? Ja, das ist eigentlich mein Problem. Also du bedauerst das nicht großartig, sondern es war auch noch gut. Nein, ich hab vorhin zu deinem Kollegen am Telefon gesagt, es ist eigentlich das Schlimme, dass ich im Moment so die 6 Monate abwarte, die man warten muss, um einen AIDS-Test zu machen. Ich lehne es nach wie vor nicht ab. Ich habe mittlerweile mehr Verständnis für andere Freundinnen, die mir da irgendwelche exotischen Erlebnisse erzählt haben. Die kann ich mittlerweile besser verstehen, aber ich glaube nicht, dass die so viel Angst hatten. Wann? Du hattest auch Angst, oder wie? Nein, in dem Moment nicht. Aber im Nachhinein, dass du dich irgendwie infiziert haben könntest, natürlich. Das ist auch natürlich berechtigt. Ja, ich muss dazu sagen, das soll nicht diskriminierend wirken, aber das waren Brasilianer, wovon wir hier in München eine relativ große Präsenz haben und die es auch sehr gern krachen lassen. Ja. Und, um es mal salopp zu sagen. Ja, und die AIDS-Quote in Brasilien ist hoch und da hat man natürlich verständlicherweise Angst. Ohne die brasilianische Mentalität angreifen zu wollen. An was erinnerst du dich dann wieder, nachdem du zur Besinnung quasi gekommen bist? Ich bin aufgewacht und hatte neben mir einen wunderschönen schokoladenbraunen Mann. Am nächsten Morgen? Ja, ich habe die Nacht dort verbracht. Mhm. Und da war aber nur noch ein Mann da? Ja, die anderen zwei lagen in der anderen Ecke. Ach, die lagen in der anderen Ecke. Ging es denn dann morgens nochmal zur Sache? Ja. Nochmal? Aber diesmal nur mit einem Mann und das habe ich sehr, sehr genossen. Ja. Das war also ein unglaubliches Erlebnis. Dann bin ich aufgestanden, habe mich geduscht. Ja. In einer fremden Dusche mit einem Männerduschgel, bin dann nach Hause gegangen, habe mir dort aufgrund meines Dufts, den ich hatte, etliche Kommentare anhören müssen und hatte auch meine Telefonnummer dort gelassen. Du sagst, du bist nach Hause gegangen. Was heißt nach Hause? Zu wem bist du gegangen? Zu meiner Mama. Zu Mama. Hast du der Mama erzählt, also, was da passiert ist in der Nacht? Sie hat es gerochen. Sie hat es gerochen. Naja, so genau kann sie, die Details kann sie ja nicht riechen. Du hast ihr dann schon was erzählt. Nein, das nicht. Nein, also, ich schläft jetzt hier auch gerade 2 Zimmer weiter. Also eine ambivalente Sache für dich. Einerseits eine tolle, auch hocherotische Erfahrung. Ja. Andererseits Angst, dass du dir irgendetwas geholt haben könntest. Ja. Und der dritte Punkt ist natürlich so im Nachhinein betrachtet, es war auch sehr riskant von dir, ne? Dass du dann für dich, dass du dann... Ja, das war eine Sache. Ja, ja. Ich bin an sich ein sehr vernünftiger Mensch. Aber insofern hatte ich gerade ja doch schon recht mit dem bisschen besoffen sein, denn der Film entstand ja durch den Alkohol. Ja, ne? Natürlich, kann man ja so sagen. Aber nicht so, dass ich nicht mehr gerade ausschauen konnte. Ja. Aber es war einfach... Stichwort Telefonnummer. Der Reiz, wie gesagt, also dieser spezielle junge Mann, der war schon sehr ansprechend. Der Witz ist, dem habe ich auch meine Telefonnummer gegeben und er hat mich danach auch nochmal angerufen. Aha. Immer wieder mal, aber ich hatte Angst zu reagieren, weil er könnte ja vielleicht andere Männer dann mitbringen. Mhm. Und eigentlich hatte ich ja nur an ihm Interesse. Aber die Sache ist dann eingeschlafen. Ja, ich habe einfach nicht mehr reagiert. Ja. Also wollen wir hoffen, dass die Sache gut ausgegangen ist oder gut wird ausgehen. Und dann kannst du es abbuchen. Wenn nicht, werde ich mich nochmal melden. Ja. So. Ja. Und ansonsten kannst du es wirklich abbuchen als schönes, hocherotisches Abenteuer. Schön gefährlich, erotisches Abenteuer. Claudia, danke schön und alles Gute. Servus. Tschüss, ciao. Servus. Ich hatte einen Filmriss, ich hatte einen Aussetzer.
Das ist das Thema und ich möchte mit euch reden, wie ihr alle schon mal einen Filmriss hattet oder einen Aussetzer, Dinge getan habt, die ihr nie tun würdet, wo vielleicht Dinge mit euch passiert sind, die ihr euch nicht erklären könnt und so weiter. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit André. Hallihallo, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt bin ich gespannt, was bei dir passiert ist. Ja, folgendes. Also bei mir sollte ambulant eine Magenspiegelung durchgeführt werden. Mhm. Und das sollte über so einen Dämmerschlaf funktionieren. Also in einer Praxis irgendwo beim Arzt. Genau, so sieht's aus. Ja. So, dass ich eben in einem Dämmerschlaf bin, wo ich selbstständig atmen kann und so weiter. Mhm. Ja, und ich hatte halt eine tierische, panische Angst davor schon vorher und das sagte ich dem Doc und er sagte eben auch, es kann eben sein, dass ich im Unterbewusstsein auch aggressiv werde, eventuell das Ganze auch abgebrochen werden muss. Mhm. Ja, und irgendwann 5 Stunden später werde ich auf meiner Couch daheim runter, die Freundin hatte mich hingefangen gehabt. Fünf Stunden später? Wo ich erstmal voll da war wieder. Mhm. So, und da denke ich, sag mal, warum liege ich eigentlich jetzt hier, gell? So, und eine Freundin saß nur da und hatte nur auch auf mich aufgepasst, was nur ist, ob ich denn überhaupt wieder vernünftig munter werde. Mhm. Ja, und da erzählte mir sie dann halt so die gesamte Geschichte, was eigentlich los war und wie peinlich ihr das doch war, überhaupt mitgefahren zu sein. Also sie war bei dir und sie wachtest dann, das hatte ich gerade nicht richtig verstanden, dann bei ihr zu Hause auf nach 5 Stunden? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause. Bei sie mir war dabei, zu Hause, genau. Was war denn passiert jetzt in den 5 Stunden? Ja, also man wollte wohl versuchen, mir diesen Schlauch einzuführen, über den Mund, so und hinten, wo es um den Gaumen rumgeht, ja, habe ich den Arzt angegriffen. Mhm. Also ich bin dann regelrecht richtig an die Klamotten ran, habe in panischer Angst wo um mich gegriffen und muss wohl noch die Schwester quer so halb auf die Pritsche draufgezogen haben und da hat der Arzt das ganze Ding natürlich sofort abgeblasen. Mhm. Wie? Also, trotz Dämmerschlaf bist du dann so aktiv geworden? Ja, genau, weil ich hatte ja schon mal ein Suizidversuch und da wurde mir der Magen, oder es sollte versucht werden, mir den Magen auszupumpen und zu spülen und hatte diesen Schlauch auch einmal drinne. So, und da habe ich in Anwesenheit von 3 oder 4 Schwestern plus dem Arzt, habe ich mir den Schlauch wieder rausgerissen. Also und seitdem... Hast du den Arzt angegriffen, die arme Krankenschwester und dann, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, der Arzt hat das natürlich sofort abgebrochen, hat mich halbwegs wieder ausgeleitet. Sag ich jetzt mal so, er hat mir wieder was gegeben, damit ich fit werde. So wie es mir halt nur erzählt worden ist. So, und ja, dann bin ich erstmal mit Hilfe von 2 Schwestern links und rechts jeweils die Treppe erstmal wieder aufgeführt worden zur Freundin. An die du dich, daran kannst du dich auch nicht erinnern? Nein, gar nicht. Mhm. Also ich muss wo, wie soll ich das sagen, wie besoffen gewesen sein, so vom Anschein her. Also Treppe hinaufführen heißt, die saß irgendwie in einem anderen Stockwerk, oder was? Die saß, die Behandlung war unten in einer Art Keller, da ist eben alles vorbereitet gewesen, so Räume und so weiter. Und die Freundin saß in der Zeit oben. Aber wie seid ihr denn da nach Hause gekommen? Freundin fährt Auto. Aber du kannst dich an die Autofahrt auch gar nicht erinnern? Soweit überhaupt nicht, gar nichts. Also ich muss dort auch eine geraucht haben und sie war mit mir mehr beschäftigt als mit dem Autofahren. Mhm. Also ich habe da in dem Auto rumgeascht. Mhm. Ich hatte auch extra Brötchen fertig gemacht, das mitgenommen und habe dann noch versucht zu essen. Ich wundere mich, dass das so lange angedauert hat, 5 Stunden. Ja, ist wirklich. Ich kann dir nur den guten Rat geben, dich nicht in eine Dämmerschlafnarkose versetzen zu lassen. Werde ich auch nie wieder tun. Bei solchen Sachen, sondern das wie ein Mann ertragen und den Schlauch schlucken. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich nämlich im Sommer genauso etwas habe auch über mich ergehen lassen. Und da fragt er, also wollen Sie eine Dämmerschlafnarkose oder wollen Sie es so machen? Ah, sag ich, ich mache das natürlich so. Aber es war schon sehr unangenehm, muss ich dir sagen. Es ging allerdings sehr schnell innerhalb von, ich habe das Gefühl, es waren nur ein paar Minuten. Da war die Sache gegessen und der zog dann den Schlauch wieder raus und ich war sehr glücklich, dass das Ding wieder draußen war. Das glaube ich, nee, also nie und nimmer. Ja, und dann macht also man auch keine Dummheit. Richtig, so. André, ja? Alles Gute. Alles klar. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Julia. Und Julia ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Julia. Hallo. Ja, du hattest auch einen Filmriss. Ja, schon das erste Mal so. Erzähl. Ich bin Epileptikerin seit meinem 12. Lebensalter so. Und ja, da sind mir schon die verrücktesten Sachen passiert, so, ne? Erzähl mal, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die dann krankheitsmäßig bedingt ist, dass man als Epileptiker wirklich dann vergisst, was vorgefallen ist. Ne? Ja. Erzähl mal, was so das Gravierendste war oder das Drastischste.
ja, muss ich mal überlegen, so, also ich bin irgendwann mal zur Arbeit gefahren früh morgens. Mhm. Und ja, ich bin dann irgendwie 4 Stationen weiter, bin ich dann ausgestiegen und ich saß dann auf irgendeiner Bank, da hat mich dann jemand gefunden und das ist bei mir immer so, dass ich mich dann wieder erinnern kann, wenn ich im Krankenwagen liege, so. Wenn du Krankenwagen siehst? Nee, wenn ich im Krankenwagen liegst. Mhm. Wie kündigt sich denn der epileptische Anfall bei dir an? Nee, ich merke das immer so kurz davor. Kurz davor merke ich das. Ja, wie merkst du das? Ja, mir wird es dann schwindelig so, ne? Mhm. Und ich weiß dann, jetzt kommt's irgendwie, jetzt kannst du dich bald an gar nichts mehr erinnern. Mhm. Machst du dann so intuitiv schon etwas? Lässt du dich zu Boden fallen oder? Nee, ich denke mal, dass, also so vom Erzählen her weiß ich, dass ich dann eine Zeit lang so, keine Ahnung, so 5-7 Minuten, da bin ich, also wenn man mit mir dann spricht, dann tue ich das zwar registrieren, so dass man mit mir redet. Nee, so weit war ich noch nicht. Ich meine, wenn du merkst, jetzt es bahnt sich gerade an, ja. Setzt du dich dann vorsichtshalber schon hin, falls du gehst, oder legst ja, dich manchmal. Direkt manchmal auf den Boden? Ja, manchmal, da setze ich mich auch schon hin, aber wenn das so also um zu vermeiden, dass du einfach hinstürzt, so meine ich das. Ja, um das zu vermeiden, genau. Mhm. Ja. So, jetzt dauert so ein Anfall mehrere Minuten unter Umständen. 10 bis 20 Minuten. Ja. Und während dieser Zeit bist du überhaupt nicht ansprechbar? Ansprechbar schon, aber ich rede dann wirres Zeug. Also ich antworte gar nicht auf die Frage, die mir gestellt wurde. So. Mhm. Aber du kannst dich nicht erinnern an das, was in diesen Minuten letztendlich passiert? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ist da in all den Jahren auch schon mal was sehr Schlimmes passiert, wo du sagst, das war sehr heikel, es hätte noch... Es ist noch nichts Schlimmes, aber was Peinliches eher. Na, ich was bin im Hallenbad ohnmächtig geworden. Mhm. Und dann musste mich dann ein Fremder anziehen, so. Das war mir dann eher so peinlich. Mhm. Oder wenn ich einen Anfall hatte, da kam es auch schon mal vor, dass wenn das Telefon geklingelt hat, da habe ich die Fernbedienung in die Hand genommen und hallo, ja, wer ist denn da? Mhm. Also manche Sachen, da schäme ich mich auch so. In dem Hallenbad, das ist peinlich, aber es hätte auch schlimmer kommen können, wenn du während des Schwimmens beispielsweise den Anfall... Ja, das darf ich sowieso nicht. Unbeaufsichtigt darf ich das nicht. Ach so. Mhm. Ja. Ja. Und Alkohol nicht, das darf ich schon gar nicht so. Wie oft kommen diese Anfälle vor? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich hatte jetzt seit anderthalb Jahren keinen mehr. So. Mhm. Ich nehme auch keine Tabletten mehr. Mhm. Lebt man da, wenn man diese Krankheit hat? Man lebt gefährlich auf jeden Fall. Ja, man lebt gefährlich und wahrscheinlich auch in einer ständigen Angst. Es kann, ja, es kann von einer genau. Sekunde auf die andere kann es ja kommen. Ne? Ja. Wie lange hast du das schon so von Kindheit an? Ja, aber man konnte bei mir nicht feststellen, von was das kam. Mhm. Ich habe schon Kernspintomographie machen lassen und was weiß ich noch alles, ob das wegen Licht, also in Diskurs so, wegen dem Flimmern, aber keine Ahnung. Dass du jetzt so lange schon wieder Ruhe hast oder dass so eine Phase ist, wo nichts passiert ist, ist das ein Zeichen der Besserung? Würdest du das so deuten? Oder? Ich würde sagen, das ist immer dann, wenn es mir, also zur Zeit geht es mir gut eigentlich so. Wenn ich gar nicht daran denke, dann passiert es auch nicht. Aber wenn ich wenig schlafe und allgemein mir es schlecht geht, so. Dass ich Stress habe, dann passiert es manchmal. Also da gibt es schon so psychosomatische Zusammenhänge. Ja, auf jeden genau, Fall. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Phase noch lange anhält, Julia. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Michael ist dran. Michael ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Michael. Ja, ich hatte ein Problem. Letzte Woche Sonntag ist mir was passiert. Ich habe im Leben noch keine Frau geschlagen. Und letzte Woche Sonntag habe ich das erste Mal meine jetzige Freundin geschlagen. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Lebt ihr zusammen auch? Ja. Ja. Mhm. Was ist genau passiert? Ja, ich bin unheimlich jähzornig, aber seit 4-5 Monaten. Warum bist du das? Ich weiß nicht. Mein Vater ist gestorben, alles, und meine Freundin sagt, seitdem habe ich mich was verändert. Mhm. Und ich bin unheimlich jähzornig und wütend. Und jetzt hat sie, ich vertrage keinen Alkohol, ich trinke gar keinen Alkohol normalerweise. Mhm. Und jetzt hat sie an dem Tag auch noch 2 Flaschen Bier getrunken und war sowieso etwas angeheitert. Mhm. Ja, und dann haben wir über Kleinigkeiten, einen Brief, der nicht geschrieben worden ist und eine Hose, die nicht gewaschen worden ist, haben wir dann Streit bekommen und... Dann wollte sie gehen und ich wollte sie nicht gehen lassen, weil ich das ausdiskutieren wollte. Mhm. Ja, und dann im Hausflur, dann hat sie mich dann angeschrien und dann ist mir irgendwann die Faust ausgerutscht.
Und hast sie wo hingeschlagen, wie geschlagen? Auf den Wangenknochen. Mit der Faust? Mit der Faust, ja. Ein Schlag oder mehrere Schläge? Nein, ein Schlag. Mhm. Danach ist mir, hat mir auch tierisch leid getan. Ist deine Freundin zu Boden gesunken, umgefallen? Oder? Nein, sie hat doch gestanden. Mhm. Also, ich sage mal, so fest war es nicht. Aber es hat für sie gereicht. Mhm. Wie hat sie darauf reagiert? Tja, sie will, dass ich ausziehe. Nee, in dem ersten Moment, wie hat sie darauf reagiert? Sie wurde noch hysterischer. Mhm. Und dann kam der Nachbar und sagte dann, wir sollten ein bisschen ruhiger sein, er hätte Kinder am Schlafen. Und mhm. dann habe ich sie dann versucht zu beruhigen und dann sind wir dann erstmal wieder in die Wohnung. Also du warst in der Lage, sie zu beruhigen. Es hätte ja auch sein können, aufgrund dessen, dass sie dann noch böser wurde, verständlicherweise, dass du dann auch nochmal dich hättest hochgeschraubt. So war es aber nicht. Nein, nein, so war es nicht. Mhm. Mhm. Weil in dem Moment nachher, es hat mir leid getan, was da passiert ist. Mhm. Wie beruhigte sich denn an dem Tag die Lage? Wir sind erst mal auf den Weg gegangen. Mhm. Und dann haben wir nachher gesprochen. Mhm. Mit dem Nachhinein sagt sie mir, dass sie Angst vor mir hat. Mhm. Und jetzt sagt sie, dass sie will, dass du ausziehst? Ja. Mhm. Und das wegen einer Sekunde sie, oder zwei Sekunden, die ich da... wo mir das eben passiert ist. Ja. Und die du sehr bereust. Ja. Ja. Sie sagt, okay, sie glaubt mir eben nicht, dass das nicht nochmal vorkommt. Mhm. Aber es ist bisher noch nicht vorgekommen. Nein, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine Frau geschlagen habe in meinem Leben. Mhm. Es hat zu tun mit dem Alkohol, dass du Alkohol getrunken hast? Jein, ja. Auch, sage ich. Mhm. Warum trinkst du generell keinen Alkohol? Weil du dann... Nein, ich bin gegen Alkohol, gegen Drogen. Ich mache, ich bin beim Sicherheitsdienst und alles und... Mhm. Ich trinke keinen Alkohol normalerweise. Mhm. Nicht mal Silvester und so. Mhm. Und die Schwierigkeiten in deinem Leben und generell kommen dazu, dass dein Vater gestorben ist. Gibt es sonst irgendwelche großen Probleme in der letzten Zeit, die dich sehr aufbringen? Ja, mit der Rest der Familie. Mhm. Weil nachdem mein Vater gestorben ist, sind drei meiner Geschwister in die Wohnung, ich sag mal, eingeflogen. Und haben da alles auf den Kopf gestellt. Und das waren so Sachen, die kann ich nicht für gut heißen. Und da hat man einen riesen Krach drüber gekriegt mit der ganzen Familie. Verstehe, also große Turbulenzen im familiären Kreis. Wie ist denn deine Beziehung zu deiner Freundin in den letzten zwei Jahren so eigentlich gewesen, bis zu diesem Zwischenfall? Also ich sag mal, bis vor vier Monaten, super. Mhm. Uns ging es gut und es war wirklich gut. Aber die Beziehung hat auch schon gelitten, seitdem dein Vater verstorben ist? Nein, die erste Zeit noch nicht. Das fing erst ein paar Monate später an. Mhm. Würdest du sagen, dass du deine Freundin liebst? Ja. Hast du das bis zu diesem Vorfall eigentlich auch geglaubt von ihr, dass sie dich liebt? Ja. Mhm. Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr ernst zu nehmen, wenn die Frau sagt, ich traue dir nicht, ich habe Angst, dass das nochmal passiert. Ja. Sie kennt dich ja ganz gut, auch wenn es das erste Mal erst passiert ist, muss ja da eine Angst sein, die ist ja begründet irgendwie und irgendwo in ihr. Ja. Wie hast du denn jetzt dich wiederum darauf hin geäußert, dass sie gesagt hat, ich will, dass du ausziehst? Also ich hatte eben noch mit ihr ein Gespräch und habe versucht, mit ihr zu sprechen. Und sie sagte, ich sollte mir erstmal eine andere Wohnung suchen. Mhm. Und die Beziehung könnte erstmal bleiben, nur erstmal ein bisschen Abstand. Mhm. Ich meine, das ist doch ein vernünftiger Vorschlag, wenn sie sagt, zieh erstmal aus, die Beziehung bleibt, aber wir wollen erstmal ein bisschen das Ganze sich beruhigen lassen. Mhm. Das heißt ja, dass sie dir auch eine Chance gibt, indem sie das vorschlägt. Sie könnte ja auch ganz radikal sagen, komm, Schluss aus, Michael, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ne? Das habe ich eben nicht verstanden. Nein, ich meine, das ist ja ein Signal von ihr, dass sie euch eine Chance geben will. Sie hätte ja jetzt auch sagen können, ganz raus, Schluss aus, ich möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Ich meine, da bin ich ihr dankbar darüber, dass sie mir überhaupt die Möglichkeit lässt, bei ihr noch zu wohnen und ich mir von ihr aus dann eine Wohnung suchen darf. Mhm. Das rechne ich auch hoch an, weil sie hätte mich ja jetzt wirklich auch rausschmeißen können. Mhm. Und dann hätte ich mir... Ich glaube ja, du hast es ja ganz klar gesagt, dass es dir leid tut. Ja. Ganz klar. Mhm. Eben noch. Mhm. Vielleicht wäre für euch ein gutes Mittel, wenn ihr beide, so deine Freundin das möchte, und du müsstest das natürlich dann auch unterstreichen, dass du es willst, dass ihr mal eine Stunde, zwei Stunden oder mehrere Sitzungen zumindest, vielleicht auch ein paar mehr als eins, zwei, bei einem Paartherapeuten mal absolvieren Bin solltet. Ich schon.
Bist du schon? Ja, weil wie der Diät so angefangen hat, hat meine Freundin mir gesagt, ich sollte da mal so einen Diplompsychologen da aufsuchen. Und das habe ich auch getan. Ja, ist doch wunderbar. Und der sagte mir dann, wir reden eigentlich nur über ihre Beziehung, ihnen liegt viel daran. Und er wollte sich gerne meine Freundin auch mal anhören. Mhm. Nur da hat sie gesagt, sie hatte im Moment kein Interesse, da mitzugehen. Mhm. Aber vielleicht kommt das Interesse ja noch. Ja, hoffe ich doch. Ja, aber also ich finde auch, dass es sehr schlimm ist, was vorgefallen ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein. Man schlägt kein, müssen wir nicht drüber streiten jetzt oder reden. Nein, so was, normalerweise, ich sage, seit 30 Jahren noch nie eine Frau geschlagen. Genau. So, aber es ist alles ernst, aber es deutet sich doch vielleicht zumindest ein bisschen eine Chance an, dass ihr eventuell irgendwann nochmal zusammenkommt. Sie hat sie hat nicht alles gekappt. Sie lässt euch noch einen kleinen Spielraum und das finde ich gut. Jetzt mach das auch so und such dir erstmal eine Wohnung und geh ein bisschen auf Abstand und hoffe darauf, dass sie sich dann von sich aus vielleicht wieder an dich annähert. Mhm. Und geh weiter zu dem Psychologen, das ist ein guter Weg. Finde ich auch gut, dass du von dir aus das gemacht hast. Ja, klar. Also im Prinzip finde ich, nach dem, was geschehen ist, deine Reaktionsweisen völlig in Ordnung jetzt, Michael. Ja, ich habe nur leider keinen zum Reden. Ja. Dem ich so was anvertrauen könnte oder so. Gut, aber du hast ja deinen Psychologen, mit dem du jetzt reden kannst. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Da war ich gestern noch. Mhm. Also, ich wünsche dir, dass du weiter so bei der Stange bleibst, mit dir selbst im Moment, und dass ihr nochmal eine Chance habt, ihr beiden. Ja, danke schön. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Michael. Tschüss. 1.31 Uhr und 33 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 32 und 16 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, ich hatte einen Filmriss, ich hatte einen Aussetzer. Wer von euch hatte schon mal einen Filmriss, einen Aussetzer und es sind Dinge mit euch geschehen, an die ihr euch gar nicht mehr erinnert oder ihr habt Dinge getan, die ihr eigentlich nicht tun würdet, vielleicht im Suff, im Zorn. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Denise ist hier, 17 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Denise. Du hast auch einen Aussetzer gehabt, einen Filmriss. Ja, ich frag mich was für einen. Erzähl mal. Ja, kennst du Engelstrompeten? Ob ich Engelstrompeten kenne? Ja. Nee. Also, so mal von gehört. Nee. Oder so. Ja, das ist halt eine pflanzliche Droge. Ach so. Ja, okay. Doch. Das ist eine Blume, ne, eigentlich. Ja, die sehen, das ist eigentlich für den Garten eine Blume. Genau. Mhm. Ja, und dann waren wir halt bei einem Kumpel. Mhm. Und dann hat er halt einen Tee gebraut und der hat nach Pfefferminze geschmeckt. Mhm. Wir haben uns nichts dabei gedacht, wir waren zu zweit. Mhm. Ja, und dann sind wir in die Stadt gegangen. Und auf einmal kriege ich so Halluzinationen, so dass zum Beispiel die Bekannte, die bei mir war, ganz schnell mit den Augen hin und her geht und alles, aber das hat gar nicht gestimmt und so. Ja, und dann waren wir noch bis 3:30 in der Stadt, von 11 Uhr an, da war dann noch ein Kumpel dabei und er meinte so, Denise, irgendwas stimmt nicht mit dir, da ist irgendwas falsch, da war irgendwas in dem Tee und so. Und ich so, da war nichts und er hat mir so für Minze geschmeckt, so. Mhm. Ja, und dann sind wir halt um 3:30, weil er musste auch dann morgens arbeiten und wir sind dann hier wieder zurück auf die Gruppe gegangen. Was heißt Gruppe? Ich bin im Heim. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Ich hatte den letztes noch angerufen. Aus Bergheim. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also du wohnst ja in einem Heim. Mhm. Ja, und dann sind wir halt wieder um 3:30 zurückgegangen. Und ich weiß noch, dass wir an einer Tankstelle vorbeigegangen sind, die hier bei uns ist, die erste Tankstelle. Und von da an weiß ich ab bis 5:30 oder 6 Uhr weiß ich gar nichts mehr. Also 2 Stunden fast? Mhm. Gar nichts? Nee. Und halt, so viel wie ich weiß, hat mich wohl ein Postbote
draußen gefunden, vor dem Heimgelände auf der Wiese. Ich hatte nur einen Schuh an, wo der andere Schuh ist, weiß keiner. Mhm. Und er hat dann die Polizei angerufen und die Polizei hat mich dann hier auf die Gruppe gebracht. Also ich weiß das auch nur, weil ich bei der Polizei angerufen habe und mich informiert habe. Mhm. Also kannst du dem Mann dankbar sein, der dich da gefunden hat? Aber du weißt überhaupt gar nicht, was vorher mit dir passiert ist. Nein. Auch wie du gerade schon gesagt hast, wo der Schuh geblieben ist. Ja, das weiß ich nicht. Also der Schuh ist bis heute verschwunden. Wie war dann das so, das Aufwachen, das wieder zur Besinnung kommen? Also was ich dann noch weiß, das ist dann, dass ich hier auf meinem Bett saß. Also das Mädchen, das dabei war, die war auch ein bisschen noch weg. Mhm. Die hat gedacht, ihr Freund würde neben der sitzen und das war aber gar nicht wahr. Mhm. Ja, und ich habe gedacht, meine Maus würde Eier legen und würde die fressen. Mhm. Also ich war drauf und dran, die aus dem Fenster rauszuschmeißen und die haben mich hier nur zurückgehalten. Also immer noch Halluzinationen? Ja. Wie lange haben die Halluzinationen angehalten, noch wie viele Stunden danach? Also bis 6-7 Uhr abends noch. Mhm. Also ich habe überall gedacht, Tierchen würden überall rumkrabbeln und weil ich halt Angst vor so kleinen Viechern habe, sondern... Ja, dann habe ich gedacht, ich hätte Kontaktlinsen in den Augen, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Ich habe mir da drum rumgefuchtelt, obwohl da gar nichts drin war. Also die gesamte Wahrnehmung war durcheinander. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, Engelstrompete. Hast du das im Nachhinein rausbekommen, das oder ob der Bekannte das in den Tee reingemischt hat? Ja, also unsere Gruppe, die war dann, das waren in Herbstferien, da sind die eine Woche nach Holland gefahren und ich habe noch meine Lehrstelle gehabt. Ja, und dann war das halt vorgefallen und dann bin ich am nächsten Tag direkt zum Arzt gegangen. Mhm. Also es war noch an dem Tag, wo ich noch so, also von dem Zeug beeinflusst war, ne? Und die Halluzination und alles hatte. Mhm. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, der hat mir das Blut abgenommen, Urinprobe und Stuhlprobe gemacht. Mhm. Ja, und dabei ist dann halt rausgekommen, dass ich halt dieses Nervengift in mir habe, weil eine Engelstrompete, das 100% Nervengift. Ach so, das haben die mit aufgrund dieser Untersuchung rauskriegen können, dass es muss der Engelstrompete sein oder sowas Ähnliches zumindest. Mhm. Ja, und dann, ja, da hat der Arzt dann zu mir gesagt, also hätte ich noch eine Tasse mehr getrunken, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Großes Problem, großes Thema, ne? Diese Naturdrogen, dass sich das verbreitet bei jungen Leuten und die meisten überhaupt gar nicht wissen, damit umzugehen und manch ein Konsum schon tödlich geendet ist. Ne? Ich meine, ich habe schon eine üble Vergangenheit mit Drogen und so, aber Engelstrompeten, das ist doppelt und dreifach so stark wie LSD oder Ecstasy. Ja, hast du nicht dann einen tierischen Hass und Zorn gehabt auf diesen Typ, der dir das in diesen Tee mit hineingemischt hat? Na klar, dadurch habe ich meine Lehrstelle verloren. Inwiefern? Weil ich an dem Tag Haare frisiert habe, die überhaupt nicht da waren. Was verstehe ich nicht. Du hast Haare frisiert, die überhaupt nicht da waren? Ja, weil ich halt noch Halluzinationen hatte. Also du hast eine Lehre als Friseurin gemacht? Mhm. Und was hast du genau dann getan? Ja, ich hatte halt einen Puppenkopf vor mir. Ich wollte da Dauerwellwickler eindrehen. Ja, und ich habe Haare eingedreht, die überhaupt nicht da waren. Und die Wickler sind immer daneben gefallen. Ach so. Ich habe das gar nicht registriert, dass die immer daneben gefallen. Und deshalb bist du auch rausgeschmissen worden aus der Lehrstelle? Ja, klar. Und das konnte man hinterher nicht erklären, das und das ist passiert. Ich meine, du hattest ja direkt gar keine Schuld daran. Ich habe das versucht, mit meinem alten Chef zu klären. Der hat gesagt, ja, von wegen, das war ja absichtlich und so. Mhm. Und es war ja wirklich nicht absichtlich. Mhm. Ich meine, die Zeiten sind vorbei, dass ich mal Drogen genommen habe. Ja, aber das ist ja nun wirklich ein schlimmes Resultat dieser ganzen Aktion, dass du die Lehrerstelle verloren hast. Mhm. Tut sich irgendwas Neues schon an oder hängst du jetzt wirklich in der Luft im Moment? Zurzeit hänge ich sehr in der Luft. Was ist denn nun mit dem Typ, der dir das eingebrockt hat? Tja, also das war ja der Bekannte von einer Freundin von mir. Mhm. Ja, und das war angeblich auch ein angeblich guter Freund von mir. Also hat immer gesagt, ja, wir kommen so gut miteinander aus. Ja, gut, hast du denn mit ihm nochmal gesprochen? Hast du den irgendwie zur Sau gemacht oder hast du den beschimpft? Ja, oder? Aber frag mich wie. Mhm. Ja, ich habe halt an dem Tag, als ich erfahren habe, dass ich die Lehrstelle nicht mehr habe, bin ich dann dahin gefahren und ich so, pass mal auf, Spinner, wegen dir habe ich meine Lehrstelle verloren. Ja, wegen mir. Ich bin doch gar nichts schuld. Ich sehe, wenn du Engelstrompeten kochst, weißt du, wie giftig das Zeug ist, ich hätte tot sein können. Hat er es denn zugegeben oder hat er es abgestritten bis zum Schluss? Der hat das erst abgestritten bis zum Schluss, dann bin ich dermaßen ausgerastet, dass ich dem eine ins Gesicht geschlagen habe und dann hat er gesagt, ja, das ist wahr. Also, was kann man da für eine Lehre rausziehen, dass man vorsichtig sein muss, wenn man irgendwelche Tees angeboten bekommt von Leuten, die einem vielleicht nicht so ganz geheuer sind? Ja, erstens das und zweitens überhaupt so die Finger weg von Drogen. Absolut, überhaupt. Absolut.
Denise, dann wünsche ich dir, Mensch, dass doch sich irgendetwas Neues anbahnt in Sachen Lehrstelle. Ja, vielleicht kannst du ja irgendwie mal da gucken. Vielleicht hört ja gerade einer zu, dass der sich bei mir meldet oder so. Wenn das so wäre, würden wir dich natürlich gerne uns mit dir in Verbindung setzen und dich informieren, klar. Ja, das wäre nämlich super, weil hier die ganze Zeit auf dem Hintern zu sitzen, das ist ätzend, obwohl ich selber schon viel tue, aber jetzt zurzeit ist es schwierig. Was suchst du denn für die Lehrstelle? Wieder als Friseurin oder? Doch, als Friseurin. Also Friseurin ist mein absoluter Traum. Wo? In welcher Gegend? Köln, Hürth, Brühl. Ja, also im Großraum Köln. Im Großradius Köln, sagen wir es so. Schön wär's, wenn sich jemand melden würde. Auf jeden Fall drücke ich die Daumen, wie auch immer, und wünsche dir alles Gute, Denise. Ja, dir auch. Tschüss. Und viel Spaß noch. Ne? Dankeschön, tschüss. Ciao. Peter, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Peter. Also, ich habe die größte Scheiße gebaut, die man eigentlich bauen kann. Erzähl. Ich bin betrunken Auto gefahren. Mhm. Das Problem war jetzt, ich war in der Diskothek, abgefeiert. Und ab irgendwo einem gewissen Punkt habe ich wohl zu viel Alkohol getrunken und weiß dann gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie ich nach Hause gegangen bin. Du weißt gar nicht mehr, dass du dich in ein Auto gesetzt hast? Nein, ich weiß nur, dass ich in der Diskothek war. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da rausgegangen bin. Ich weiß gar nichts. Und bin dann wohl nach Hause gegangen, weil die Diskothek liegt 10 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Mhm. Und dann bin ich wohl ins Auto gestiegen. Ach so, obwohl du schon zu Hause warst. Ja, das Auto steht ja zu Hause. Ich bin mit dem Auto zur Diskothek gefahren. So bin ich ja nun mal nicht. Weil jetzt hätte ich ja sagen können, dass du von der Diskothek nach Hause fährst mit dem Auto. Aber so war es nicht. Nein. Das Risiko würde ich nicht eingehen jetzt vorsätzlich. Dann wäre das ja schon vorsätzlich. Mhm. Weil ich weiß ja, dass man auch angetrunken auf so eine Idee kommen könnte. Ja. Nur bei mir war ja das Problem, ich würde sowas wirklich nie tun. So, du kamst dann nach Hause und hast dich besoffen ins Auto gesetzt? Ja, so wie ich nachher mitgekriegt habe, der andere Tag, muss ich wohl ins Auto gestiegen sein. Und dann wollte ich, was weiß ich, wohin fahren, das weiß ich ja auch noch nicht mal. Und bin dann wohl, keine Ahnung, von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Mhm. So, und jetzt weiß ich nur noch, dass ich an der anderen Tag im Krankenhaus wach wurde. Mhm. Oder eher gesagt nur nachts. Da hatten die mir einen Schlauch eingeführt, um zu gucken, wegen innerlichen Verletzungen oder so. Mhm. Haben sie mir den anderen Tag erzählt, weil ich war der Glauben, weil ich habe das nur halb mitgekriegt, dass ich irgendwie eine Alkoholvergiftung hätte oder so. Weil an dem Zeitpunkt wäre ich nie drauf gekommen, dass ich gefahren wäre. Mhm. So, und dann bin ich dann morgens einigermaßen beigekommen im Krankenhaus. So, und waren die Geräte angeschlossen, die Piepdinger da. Mhm. Und hab zwar alles mitgekriegt, aber ich konnte jetzt so nichts sagen oder so, weil ich war noch unter Medikamenteeinfluss und so. Und dann kam mein Vater ins Zimmer und fing direkt an zu heulen und so, und warum tust du sowas und was ich. Mhm. Und ich jetzt konnte ja nicht fragen oder so und hab schon gedacht, wer weiß, was ich habe. Und du warst in dem Moment immer noch der Auffassung, dass du wegen Alkoholvergiftung da liegst oder was? Nee, den Morgen dann nicht mehr. Also, da war schon klar, alles. Dann war im Kopf schon wieder einigermaßen klar. Du wusstest da aber auch noch nicht, wie schwer du verletzt warst. Nein, ich wusste gar nichts. Das ist ja das Problem. Ich konnte ja nicht fragen. Nee. Ich habe nur mitgekriegt, wie mein Vater anfing zu heulen. So, und meine Mutter ist damals gestorben. Da hat mein Vater schon schwer zu knabbern gehabt. Und deswegen dachte ich, weil er dann so darauf reagiert hat, dass mit mir auch was Schlimmes ist. Weil ich konnte ja, wie gesagt, nicht fragen. Und dann ging in mir, was weiß ich, alles vor. Weil ich habe 2 Kinder. Und da habe ich mich gefragt, für was und was weiß ich. Und Gott sei Dank mittags ging es dann wieder. Und dann habe ich gehört, dass ich nur auf die eine Seite, auf die linke Seite alle Rippen gebrochen hatte. Du konntest mittags aber auch noch nicht reden, noch nichts fragen. Doch, reden konnte ich schon wieder. Aber da hättest du doch fragen können, was ist passiert, was habe ich? Ja, mittags habe ich ja gefragt. Ich bin jetzt von morgens, wo mein Vater reinkam, wo die Polizei hat ihn wohl benachrichtigt. Und da ging ich ja noch davon aus. Aber mittags ging das ja dann einigermaßen. Also mittags hast du dann erfahren, was passiert ist und was geschehen ist. Was genau geschehen ist. Genau. Wie schwer waren deine Verletzungen? Eigentlich für diesen Unfall habe ich sehr viel gehabt, also einen Schutzengel gehabt, weil ich hatte wirklich gesagt, nur auf die linke Seite die Rippen gebrochen. Und die Ärzte im Krankenhaus, der Arzt sagte ja nachher noch zu mir, wo ich da eingeliefert worden bin, sah es voll schlimm aus, weil die hatten mich durch so eine Röhre geschickt und was weiß ich, wegen innerer Verletzung und so. Also muss ziemlich schlimm ausgesehen haben. Aber im Endeffekt waren es nur die gebrochenen Rippen. Gebrochene Rippen und eine kleinere Quetschung. Ja, und du bist volle Kanne gegen eine Laterne gefahren mit dem Auto. Ja, und dann noch... In welcher Geschwindigkeit? Das weiß ich alles noch nicht. Ich habe ein Schreiben von der Polizei gekriegt, das habe ich ausgefüllt, da ich mich an nichts mehr erinnern kann. Wie viel Promille hattest du denn? Eine Blutabnahme 1,7, so wie ich gehört habe. Ich bin nur, wie gesagt, und das Erste, was ich natürlich meinen Vater gefragt habe, ob andere Personen damit beteiligt waren, weil... Wenn ich da irgendwie einen anderen Menschen verletzt hätte oder geschweige getötet hätte, da hätte ich nicht mitleben können. Also. Ja. Wann war dieser Vorfall?
Das war am 24.11. Am 24.11. Das heißt, körperlich bist du wieder fit heute, also mehr oder weniger, nicht richtig, aber das zieht sich ja eine Weile hin mit Rippenbrüchen. Ja. Wie erklärst du dir das, dass da so ein Ausraster passiert ist, dass du im Suff dich ins Auto setzt und wegfährst? Kannst du dir da irgendeinen Reim drauf machen? Das Einzige, was ich mir erklären kann, das ist, und was auch gehen raten kann, also die Finger weglassen vom Alkohol, weil ich sag mal, man weiß ja nie, was passiert. Ich sag mal, da ist ja jetzt alles glimpflich abgegangen, obwohl das keine Entschuldigung ist, weil wer weiß, was da alles passieren könnte. Man hätte ganz Familie. Ja, ist klar, ist klar. Hast du denn früher auch schon mal so Probleme gehabt, wenn du viel Alkohol getrunken hast, dass du Dinge tust? Nein, gar nicht, das ist das ja. Zum allerersten Mal. Also kannst du es dir nicht erklären, warum das so gekommen ist, ne? Nein, weil das Problem ist, ich weiß ja heute noch nicht, das ist das Schlimmste ja für mich. Manchmal bin ich am Grübeln und am Überlegen und verkrampft irgendwie. Aber gut, die Lehre, die du da rausziehen kannst, ist ja wirklich das, was du gerade selbst gesagt hast, die Finger wegzulassen vom Alkohol. Ne? Ja, das überhaupt, ist die beste Garantie, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Wie ist denn das jetzt überhaupt so rechtlich? Du hast eine Anzeige bekommen, welche für Konsequenzen wirst du tragen müssen? Ja, das weiß ich ja eben alles noch nicht. Das Problem ist ja, ich hatte den Führerschein jetzt 10 Monate und ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen, nicht zu schnell fahren oder was nicht. Weil ich achte eigentlich schon sehr darauf, weil LKW-Führerschein habe ich ja auch. Und das ist ja wichtig für die berufliche Zukunft, weil gerade heutzutage, wo man so schwer Arbeit findet, ich hatte da was in der Hand. So, und jetzt wegen so einem geisteskranken Scheiß, was ich da gebaut habe, stehst du da und weißt überhaupt nichts mehr. Also wenn es weitergehen soll oder so. Nun kann man aber auch wieder sagen, dass in all dem ganzen, in der ganzen Misere du noch Glück gehabt hast. Ne? Es ist kein anderer Mensch zu Schaden gekommen und deine Verletzungen haben sich auch sehr im Rahmen geblieben. Das muss man dann, das Positive ja auch noch sehen. Klar, muss man das Positive auch sehen. Aber das Problem ist ja, für was macht man sowas? Also, oder ich sag mal, was Alkohol überhaupt anrichten kann. Ja. In dem Zustand, wo ich war, ich schätze mal, da gibt viele Leute, die so einen Zustand mal hatten oder so. Und stell dir mal vor, du bist dann in irgendeinem Raum, keine Ahnung, da steht, liegt jetzt irgendwo ein Revolver oder so. Ja, ja, das kann ich auszudenken, was du jetzt mal da machen kannst, alles. Also. Jetzt schlimme Sachen sind ja schon auch so passiert. Also für dich ist jetzt die Lehre daraus, Finger weg vom Alkohol. Ja, überhaupt, gar kein Tropfen mehr, weil das Problem ist, ich sag mal, Alkohol war für mich noch nie so, was ich jetzt sagen würde. Mhm. Ich habe getrunken, weil es schmeckt. Ich habe getrunken, um besser drauf zu kommen oder so. Und man kann ja sehen, was da rauskommt. Also, nee, danke, da habe ich keinen Nerv mehr drauf. Nur wie gesagt, jetzt, für andere hört sich ja vielleicht jetzt ein bisschen doof an oder so, aber ich mache mir natürlich auch Sorgen jetzt wegen meiner beruflichen Zukunft, wegen meinem LKW-Führerschein und das. Mhm. Bist du denn LKW-Fahrer auch? Ich war LKW-Fahrer bis September. Ich war eine Zeitarbeitsfirma und die hat mich vermittelt ins Bayerwerk. Und da die Bayerwerker nachher die Probleme hatten da mit dem Makrolon und hier mit den Tabletten, hatten die weniger zu tun und da mussten die Zeitarbeit waren, natürlich gehen. Verstehe. Obwohl die zufrieden waren, die hätten mich gerne übernommen, aber... Also Peter, ich wünsche dir, dass du einigermaßen gut aus der ganzen Sache rauskommst und dass so etwas nicht nochmal passiert. Aber da bin ich ziemlich sicher, dass es bei dir nicht passieren wird, so wie es bei dir jetzt gewirkt hat, das Ganze. Auf keinen Fall, weil dafür ist das Leben zu kostbar. Absolut, ja. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Peter und Peter ist 38. Noch ein Peter, der aber ein bisschen älter ist. Hallo Peter. Ja, guten Morgen Domian. Ja, guten Morgen. Peter, du hast einen Filmriss, einen Aussetzer. Ja, Domian, wenn das nicht so traurig wäre, könnte man da... das heute vielleicht lachend sehen. Ich habe einen Aussetzer gehabt von August 2000 bis Oktober, November letzten Jahres. Ich habe einen kompletten Aussetzer gehabt, ja. Über ein Jahr? Ja, über ein Jahr. Eine ganz kurze Story. Ich habe vor etlichen Jahren meine große Liebe kennengelernt. Und damit fing eigentlich alles an. Ich war selbstständig, habe nicht aufgepasst und dann kam innerhalb von kürzester Zeit, so wie es kommen musste, Risse in der Partnerschaft, die ich selber verursacht habe. Ja, dann kam im August 2000 ein Selbstmordversuch und ich sage mal, ab dieser Zeit bin ich vollkommen in den Schuhen gewesen, vollkommen daneben. Mhm. Ich bin zwar morgens aufgestanden und weiß das auch und ich bin auch abends ins Bett gegangen und weiß das auch, aber die ganze Zeit, Domian, die zwischendurch war... Aber du warst, noch kurz fragen, du warst dann mit dieser großen Liebe nicht mehr zusammen? Doch, wir waren zusammen, sie stand immer hinter mir, aber durch diese Veränderung des eigentlichen Peters, der 36 Jahre lang humorvoll, offen, ehrlich und die ganzen Dinge alle war,
ist das größte Arschloch aller Zeiten geworden und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe sie mit ihren Gefühlen dermaßen getreten und ich habe es nicht gemerkt. Innerhalb dieses besagten Jahres? Innerhalb dieses besagten Jahres, ja. Ich habe dann einen Therapeuten gehabt, am Anfang schon, weil es hat angefangen zu kriseln. So. Lass mich nochmal fragen, damit ich es auch richtig verstehe. Du sagst, du hast das nicht gemerkt, dass du dich ihr gegenüber schlecht verhalten hast. Aber du hast doch im Nachhinein Erinnerungen an diese Zeit, oder auch nicht? Kaum. Ich habe mich auch meinen Freunden gegenüber sowas von gedreht und gewandelt. Die haben sich gar nicht mehr getraut zu fragen, ob noch Milch in den Kaffee soll. Ich habe völlig ein neben mir herlaufen gehabt. Ich habe seit dieser Zeit auch krank gefeiert, was überhaupt gar nicht meine Art ist. Meine Existenz ist den Bach abgegangen. Ich habe alles verzockt und verspielt, was man so verspielen und verzocken kann. Wie kam es denn dann, dass du so quasi dein Bewusstsein, wie es eigentlich normal und gesund ist, wiedergefunden hast? Das kann ich dir sagen. Ich habe im Juli in der Krisentherapie mit Hilfe der Krankenkasse, im Juli 2001, mit Hilfe der Krankenkasse es geschafft, einen Therapeuten zu bekommen, wo ich hingegangen bin und wo ich nach der ersten Sitzung gesagt habe, der ist es. Und der hat mich mit einer Wahnsinnsengelsgeduld und vielen, vielen Möglichkeiten wieder herangebracht. Ja. Und es war im Oktober oder November, ich kann es dir gar nicht genau sagen, da hat es Klick gemacht und da habe ich eigentlich gedacht, mein Gott, hör mal, was bist du für ein Blödmann gewesen. Ich habe mich dann an Freunde dann im Laufe der letzten 8-9 Wochen gewendet und die haben mir dann mal erzählt, was so abgegangen ist. Und ich kann dir das versichern, ich weiß es nicht. Was ist das Schlimmste, was du gemacht hast in dieser Zeit? Das Schlimmste, was ich gemacht habe, das ist, dass ich meine Freundin, die wirklich mit allen drum und dran hinter mir gestanden hat, die sich verschuldet hat, auf Teufel komm raus, die sich krummgelegt hat, so derbe mit Gefühlen getreten habe. Weißt du, wenn ich ihr heute sage, es tut mir leid, sie hat es immer wieder probiert, sie ist immer wieder auf mich zugekommen, hat immer wieder gesagt, Peter, wir schaffen das zusammen, wir kriegen das hin. Seid ihr denn heute noch zusammen? Nein, wir sind nicht mehr zusammen. Seid ihr deshalb nicht mehr zusammen, weil das so krass für sie war? Ja, es war zu krass für sie. Sie hat es einfach nicht mehr geschafft. Ich kann sie voll und ganz verstehen. Heute verstehe ich sie. Ich habe sie vorher nicht verstanden. Ich bin hinter ihr hergefahren. Ich habe sie im goldenen Käfig gesperrt und all solche Dinge. Was war denn der Auslöser damals für deinen Selbstmordversuch? Der Auslöser? Kann ich dir sagen. Der Auslöser war Existenzprobleme per Exolor, dass ich so betrogen worden bin. Und dann auch diese ankommenden Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Weil ich nicht damit ihr drüber gesprochen habe, weißt du. Guten Psychologen gehabt. Hat der dir das erklärt? Weil so ein Phänomen habe ich noch nie gehört, dass man fast ein Jahr, obwohl man eigentlich so körperlich gesund ist, die Erinnerung verliert. Hat der dir das so ein bisschen erklärt und dir eingeordnet, was das ist und was das war? Ich sag mal so die Erinnerung komplett verloren, das habe ich ja natürlich nicht, aber ich habe riesen Schwierigkeiten gehabt zu denken. Ja, wenn du mir jetzt gesagt hast, lauf mal in dem anderen Raum, hol mal den Zettel, stand ich da und habe gesagt, was wollt ihr jetzt von mir? Oder meine Tätigkeiten, die ich gemacht habe, ich habe es nicht mitgekriegt, sowohl Freunden gegenüber, könnte man sagen, dass es Straßenverkehr, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Könnte man sagen, dass das so ein kompletter Persönlichkeitseinbruch war während dieser Zeit? Ja, komplett. Komplett. Und wenn ich also nicht diesen Therapeuten, den ich jetzt habe, wenn ich den nicht gekriegt hätte, ich brauche ihn noch nicht mehr lange, weil ich bin wieder der Alte, aber wenn ich den nicht gehabt hätte, wer weiß, wie es geändert wäre. Also du hast gerade am Anfang gesagt, wenn es nicht so ernst wäre, wird es lustig klingen. Lustig klingt es schon nicht, finde ich. Das klingt schon sehr ernst. Und sehr bedrohlich, auch wenn man sich vorstellt, dass einem das selbst passieren könnte. Ja, also ich sage mal so, man wird vielleicht von vielen Leuten, die das gar nicht verstehen können, belächelt. Aber es kam dann ja auch noch so, dass nach so einem Selbstmordversuch kriegst du dann erstmal so eine Krisentherapie, da gehst du erstmal ins Krankenhaus, dann versuchen sie dich erstmal wieder zu stabilisieren, ja. Das hat bei mir überhaupt nichts gebracht. Und dann bin ich dann nochmal ins Krankenhaus gekommen, habe dann nochmal eine Therapie gemacht mit allen möglichen Zick und Zack, mit Tanzen und Kochen und Singen und Springen und hast nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, was die wollten von mir. Auf jeden Fall geht es jetzt besser, uns geht weiter bergauf. Und wir wollen hoffen, dass so eine Phase nicht nochmal eintritt. Aber du scheinst jetzt doch recht stabil zu sein durch die Hilfe deines Psychologen. Ich bin wieder vollkommen fit. Ich weiß nicht, wie der den Schalter umgelegt hat. Aber es ist halt so gewesen.
Und das Einzige, was mir in dieser Sache am allermeisten leid tut, das ist die Beziehung, die ich zu meiner großen Liebe verloren habe. Ja. Denn diese Frau, die habe ich geliebt und die liebe ich heute immer noch, wenn ich sie sehe. Das wirst du nicht wieder gut machen können. Das werde ich nicht wieder gut machen. Gut, dass es dir wieder gut geht. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen, Peter. Vielen Dank, Domi. Auf Wiederhören, tschüss. Claudia, wie alt ist Claudia? 32 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Claudia. Ein Filmriss, ein Aussetzer. Ja, einer ist gut. Also eigentlich grundsätzlich. Und zwar eigentlich beim Sex. Ein Filmriss beim Sex. Aussetzer beim Sex. Hast du? Ja. Erklär es uns. Genau, möglichst genau. Möglichst genau. Also es ist nicht so, dass ich keinen Spaß am Sex habe. Ja. Ich habe da schon Spaß dran und ich bin auch sehr offen und alles. Aber ich habe das Gefühl, es geht nicht ohne Alkohol. Nie? Was heißt Alkohol? Wie viel Alkohol brauchst du, damit du ja so ein bisschen in Stimmung kommst? Ja, okay, das kann bei 2 Glas Sekt anfangen, das kann aber auch bei, ich sag mal, einer Flasche Wodka aufhören. Ganze Flasche Wodka? Wie, und das ist immer so, wenn du Sex hast mit einem Mann? Mhm. Und das war auch schon immer so? sagt sie. Ja, dann bist du ja ständig besoffen, Mensch. Ich gehe mal davon aus, dass du relativ viel Sex hast. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hast du eine Beziehung? Ja. Ja. Wie oft kommt es denn dann zum Sex? Ja, eigentlich sehr unterschiedlich. Also es war so, dass es, sage ich mal, 2 Jahre lang gar keinen gab und dann auf einmal doch ganz viel. Und ja, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es... Moment, wie lange seid ihr zusammen, ein Paar? 15 Jahre. 15 Jahre. Bis 32. 15 Jahre. Und da gab es zwischendurch 2 Jahre mal überhaupt gar keinen Sex. Wie, warum das? Ja, weil ich da das Gefühl hatte, okay, vielleicht war ich da durchgehend nüchtern, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hatte ich da das Gefühl, ich will es nicht. Mhm. Aber ich meine, das klingt am Anfang so ein bisschen lustig, aber irgendwie ist es ja auch sehr nachdenklich stimmen, ne? Wenn man Sex nur haben kann, wenn man angetrunken ist oder gar besoffen ist. Ja, okay, das stimmt. Das heißt, wie empfindest du denn den Sex, wenn du dann angetrunken bist? Als sehr schön. Mhm. Und, aber das ist dann ja auch in dem Sinne eigentlich kein Filmriss. Du erinnerst dich dann schon daran. Okay, wenn ich Glück habe an die erste halbe Stunde, aber an den Rest nicht mehr. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, weil es ist teilweise wirklich so, dass ich dann morgens aufwache und denke so, war da jetzt was, war da jetzt nichts? Haben wir jetzt miteinander oder haben wir nicht? Und hast du noch kein einziges Mal mit deinem Freund, mit dem du so lange zusammen bist, Sex gehabt im nüchternen Zustand? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber was sagt denn dein Freund dazu? Ist das für den nicht auch sehr seltsam und befremdlich? Vielleicht bekommt das ja auch nicht mehr immer mit, sag ich jetzt mal so. Wenn ihr so lange zusammen seid, wird er das schon mitkriegen. Also du erzählst ihm das nicht, dass du den Alkohol brauchst. Mm-mm. Das heißt, er weiß das, offiziell weiß er das gar nicht. Nein. Warum redest du mit ihm nicht darüber? Weiß ich nicht. Ist ja auch irgendwie doof. Ich meine, wenn dir jemand sagen würde, ich kann nur mit dir schlafen, wenn ich vorher was getrunken habe, ist ja auch doof. Befriedigst du dich denn selbst auch zwischendurch? Nein. Das nicht. Hast du es denn schon mal versucht, ohne Alkohol mit deinem Freund zu schlafen? Mhm. Und wie war das denn dann? Gar nicht gut. Ich verkrampfe und ja, eigentlich nie. Jetzt geht unsere Sendung leider gleich zu Ende, Claudia. Das fing gerade so locker an, dass man muss sich im ersten Gläschen reinzischen, um in Fahrt zu kommen. Aber ich finde das sehr ernst, was du gerade erzählt hast. Ich finde, das deutet auf ein sehr großes Problem hin, was du hast mit Sexualität, mit Nähe. Ich weiß es nicht. Und ich würde dir ganz, ganz, ganz dringend raten, dich mit einem Fachmann, mit einem Psychologen mal zusammenzusetzen. Und möchte dir gerne vielleicht ein Gespräch jetzt mit meiner Psychologin, mit der Anne, die hier im Hintergrund bei mir arbeitet, anbieten. Gerne. Ja? Das Verfahren ist, du legst auf und die Anne ruft dich gleich an. Okay, alles Gute klar. Von Herzen. Tschüss. Danke, tschüss.
So, ihr Lieben, das war's für heute, unsere Sendung. Ich hatte einen Filmriss, ich hatte einen Aussetzer in der Technik, Markus Liebetanz. Morgen sind wir mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Talk-Radio-Show wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen und versuchen, hier durchzukommen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-Bye, bis morgen.